Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video über das Spiel Clash of Clans. Heute mit einigen Replays eines ganz besonderen Clan Wars, nämlich des 100% Clan Wars. Ihr seht ja schon, vor 3 Tagen hatten wir diesen Clan War gewonnen gegen den Clan Bata Clan. Und wir schauen uns jetzt hier mal die Details dazu an und ich möchte euch wirklich jedes einzelne Replay zeigen von diesem grandiosen Krieg, den wir sehr gut geschlagen haben und gewonnen haben. Naja, und ihr seht schon, die Gegner haben frühzeitig aufgegeben, 100%, Gesamtzerstörung 28,8% von den anderen. Das Ganze sah dann tatsächlich sehr, sehr böse aus. Und wie das Ganze aussieht bei diesen 10 Angriffen, da starten wir jetzt mal hier und ich quatsche noch ein bisschen dabei, beziehungsweise ich spule das Ganze manchmal auch ein bisschen vor. Wir können uns das Ganze auch mit doppelter Geschwindigkeit bei jedem Angriff ansehen, damit es nicht so langweilig wird. So, es fragen ja immer viele nach den schönen Angriffen mit Walküren. Ihr seht hier einen Walkürenangriff von dem Dia-3-Dorf, der ganz simpel hier durchmarschiert und wir hatten einen riesen Vorteil. Die Gegner haben beide Inferno-Türme auf Single gehabt und wenn man die Walküren verwendet, dann ist das meistens von Vorteil und man hat eine höhere Chance, 3 Sterne zu bekommen. So, diese Taktik hier kombiniert mit Govaro, das heißt die Schweinereiter noch mit am Ende, sorgen dann dafür, dass die restlichen Verteidigungsanlagen auch geklingt werden und so die Klasse 3 Sterne zu erreichen. Glückwunsch, Dia 3 Dorf, richtig geiler Angriff. So, in den letzten Tagen kommen auch immer wieder Kommentare, gerade bei dem letzten Video, dass die Angriffe von so schwachen Gegnern kommen. Das sind manchmal tatsächlich relativ gute Gegner, aber die Angriffe von denen sind tatsächlich nicht so stark. Das können wir natürlich auch nicht voraussehen, ob die jetzt starke Angriffe machen. Ihr fragt immer nach starken Angriffen. Starke Angriffe heißt natürlich, dass derjenige dann das Dorf auch zu 2 Sternen plätten kann, wenn nicht sogar zu 3, genauso wie wir das machen. Also das ist ja kein großes Geheimnis, dass man auch die Anti-3-Sterne-Dörfer zu 3 Sternen besiegen kann. Es ist aber sehr, sehr, sehr schwer. Also wir haben selbst schon oft in den Freundschaftsspielen jetzt geübt und bekommen unsere Dörfer zumindest nicht zu 3 Sternen platt, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Man muss natürlich immer in Relation sehen. Oftmals bekommen wir zum Beispiel auch Rathaus 11 Gegner jetzt, obwohl wir selbst keinen einzigen Rathaus 11er bei uns im Clan drin haben. Und das ist natürlich dann so eine Sache. Ein Rathaus 11er, der jetzt ein Rathaus 10er angreift, da kann man dann nicht mehr wirklich von gleicher Stärke reden. Also wenn der so ein Dorf zu 3 Sternen besiegen sollte, dann ist das kein Replay, dass man da hinstellen kann und sagen kann, so Leute, diese Base verteidigt nicht gegen Rathaus 11er, das muss sie auch gar nicht. Aber ansonsten sind alle Speedbuilds, die ich hochgeladen habe, die könnt ihr jetzt ja auch nochmal oben rechts sehen. Ploppt jetzt gerade so eine Infokarte auf, könnt ihr draufklicken auf die Playlist. Das sind alles Dörfer, die wir selbst verwenden, die wir selbst erprobt haben, die gut funktionieren und meistens, also die auf jeden Fall gegen 3 Sterne verteidigen die. 2 Sterne kann man bei den Dörfern meistens gut erreichen, weil das Rathaus steht ja auch etwas aus. 50% kriegt man leicht mit Queen Walk zum Beispiel hin. Aber dennoch ist es sehr, sehr schwer und für viele Angreifer, die scheitern da oft beim ersten Angriff zum Beispiel oder sogar beim zweiten Angriff. Und demzufolge gewinnen wir deswegen die Clan Wars und genau das ist ja auch das Ziel. Also die Base muss nicht ewig standhalten gegen jeden Angriff. Ja? Also solche Kommentare, die könnt ihr euch auch in Zukunft sparen, um das Video zu setzen. Also sowas wie, diese Base verteidigt nicht gegen 3 Sterne oder so. Das habe ich im letzten Video schon mal angesprochen. Das muss diese Base auch nicht. Die muss nicht gegen 3 Sterne verteidigen. So, haben wir schon mal die ersten 2 Angriffe gesehen. Kommen wir mal zum dritten hier, in dem Fall jetzt von Starface. Ebenfalls ein Rathaus 10er, der sehr starke Helden hat hier. Eine 30er Queen, 27er King. Das ist jetzt eine etwas abgeänderte Taktik, ohne die Hawk Rider, nur mit Valkyren. 19 Stück, das ist so eine Taktik, die ich auch sehr gerne mache, wobei ich meistens noch mit Queen Walk reingehe. Ich finde, dass Queen Walk und damit auch die Heiler bei starken Rathaus 10 Dörfern der Schlüssel zu 3 Sternen sind. Also das hier sind ja jetzt mit Level 1er Inferno, teilweise vorhin Level 2er Inferno. Die Dorf-Layouts sind nicht so gut, also deswegen hatten wir da wirklich sehr gute Chance, bei diesem Clan War 100% zu erreichen. Und haben es tatsächlich auch das allererste Mal in der ganzen Geschichte unseres Clans geschafft. So, ich erhöhe mal die Geschwindigkeit,
damit das nicht zu langatmig wird. Das Video wird etwas länger dauern, einfach weil ich wirklich jeden einzelnen Angriff hier ehren möchte. Und ich muss aber sagen, jetzt gerade in den letzten 3 Wochen hat sich unser Clan unglaublich weiterentwickelt, was Queen Walks angeht. Und gerade jetzt mit den Walküren sind ziemlich viele auch bei Gobaro gelandet. Also dazu werde ich in Zukunft auch nochmal ein paar Videos zeigen und werde die Taktik auch erklären. Bei Rathaus 10 ist es eben Gobaro auch gerne gesehen, so wie ihr vorhin beim Dia gesehen habt. Aber ansonsten vor allem auch bei Rathaus 9 wichtig. So, und jetzt hier mit diesem Angriff zum Beispiel ist jetzt auch eine ganz wichtige Sache. Der Starface, der hat hier seine beiden Helden und der X-Bogen lebt dann noch, hat das aber ganz im Überblick. Und man sollte immer auch aufpassen, wann zündet man seine Helden. Die richtigen Augenblicke, zum Beispiel der König, wenn er gerade viel Verteidigung ausschalten kann. Jetzt zum Beispiel hier wartet er mit der Queen ab. Die Queen verliert Leben und er zündet sie wirklich erst ganz am Ende. Und in dem Fall tankt der König dann noch das restliche Stückchen und deswegen kommen hier die 100% zustande. Also die Angriffe waren auch nicht einfach, wie ihr seht. Teilweise sind die auch fast schief gegangen. So, und jetzt kommen wir hier zu einem Rathaus 9er, ganz wichtig gerade mal. Der Refetix ist hier unser Platz 3, ist aber ein Rathaus 9er, wie ihr auch schon sehen könnt an den Truppenleveln und nur an den vorhandenen 4 Zaubern mit einem Giftzauber. Er macht gerne Queenwalk und er hat diese Base hier, eine Rathaus 10er Base, wohlgemerkt. Er hat als Rathaus 9er eine Rathaus 10er Base zu 3 Sternen besiegt. Das ist tatsächlich eine krasse Leistung. Allein deswegen, weil hier 2 Multi-Infernos sind und ohne Frostzauber einfach da durchmarschiert. Das ist wirklich eine starke Leistung. Also diesen Angriff hier, so wie das hier geht, das könnt ihr euch direkt mal als euer Vorbild nehmen, als euer Beispiel, wenn ihr Rathaus 9er seid. Queenwalk hier, eine ganze Menge an Verteidigungsanlagen ausgeschaltet. Startet hier parallel, beziehungsweise zeitversetzt in dem Moment den Angriff. Und jetzt auch so eine wichtige Sache hier, der König, da setzt er den Giftzauber drauf, weil das die Attackrate so erniedrigt. Einfach aus dem Grund, dass der dann nicht so viel Damage schon auf dem King macht, auf dem Golem macht, meine ich. Und dann hier parallel die Sache, oh, hier rechts ist gerade noch was ganz Interessantes passiert, und zwar, die Königin war vom Inferno-Turm anvisiert, ist aber weiter nach links gelaufen und er hat sie in dem Moment gezündet, sodass sie wieder hochgeheilt werden konnte. Hier in der Mitte dann die Wutzauber. Nachdem man den Gang gebastelt hat, zerstören die Walküren zusammen mit dem Golems, dem König, den Chor. Und auch ganz wichtige Sache, er hat hier sogar tatsächlich ein kleines bisschen Gobaro auch mit drin. Golems mit am Ende, da seht ihr schon. Ne, es ist eine richtige Gobaro-Attacke. Habe ich gar nicht direkt am Anfang damit gesehen. Was natürlich wichtig ist, was auch für CC in der gegnerischen Klammerburg wäre. Also wäre da ein Golem drin gewesen, dann wäre der Angriff bei weitem nicht so gut gelaufen. Weil der Golem hätte wahrscheinlich eine Menge von den Valkyren mit sich gerissen. Dementsprechend wären das keine 3 Sterne mehr geworden. Aber dadurch, dass es ein Lavahund war und die Valkyren interessieren sich für den Lavahund nicht, weil der in der Luft schwebt. Und der Lavahund, ja, der ist hier eigentlich wie als wenn keine CC-Truppe da wäre. Also besser geht's eigentlich nicht. Und das ganze Dorf, ihr seht schon, wird zerstört, ohne dass diese CC-Truppe überhaupt irgendwas ausgerichtet hat. Das war mit ausschlaggebend, dass man als Rathaus 9er hier einen Rathaus 10er besiegt hat. So. Da ist quasi direkt die nächste wichtige Sache. Was für ein CC wähle ich? Also was für Clanburg-Truppen? Dazu habe ich schon einige Videos gezeigt. Hier machen wir wieder mal 4. Kurz erklärt, der Jan, ebenfalls ein Rathaus 9-Angreifer, der teilweise mit Gohawk, aber auch schon mit Gobaro jetzt viel rumexperimentiert und damit erfolgreich ist, greift hier einen gleich starken Rathaus 9er an. Auf jeden Fall gleich stark. Komplett Max Out Dev, die Helden sind etwas schwächer, also wir hatten einen Heldenvorteil in diesem Clanburg. Ja, zu den Clanburg-Truppen. Ihr seht hier schon, ich habe jetzt gar nicht gesehen, was hier für Clanburg-Truppen drin waren. Aber der Lavahund ist nicht mehr ganz so stark heutzutage. Also was sich lohnt, ist, wenn man zum Beispiel einen Drachen ruhig in die Clanburg packt, weil der relativ hohe DPS-Zahlen hat und dementsprechend gerade dem King oder den Golems schon eine Menge Leben abzieht zu Beginn und dementsprechend dafür sorgt, da keine 3 Sterne erreicht werden. Oh, jetzt haben wir auch gesagt, wir sehen hier. Dieser Heilzauber war wirklich in letzter Sekunde so. Und er hat Level 6 Schweine in der Clanburg gehabt. Ja, Surgical Hawks sage ich dazu nur. Die Schweinereiter gut verteilt auf die Devs, sodass da keine Doppelbomben, oder die in dem Fall auch gar nicht vorhanden waren, aber dass mögliche Doppelbomben auch gar nicht ausgelöst werden könnten. Und nicht alle Hawks vor allem töten. So, und da haben wir auch bei diesem Angriff die 100%.
Ihr merkt schon, man kann eine Menge von solchen Angriffen lernen, alleine wenn man die Wiederholungen schaut. Deswegen zeige ich euch auch gerne Replays auf meinem Channel, beziehungsweise Speedbuilds Replays. Das ist eine Menge, wo man Taktiken, Strategien von herleiten kann, ableiten kann, sehen kann. Ja, diesen Clan Ball, den möchte ich euch einfach zeigen. Das ist einfach, der muss in die Ruhmeshalle eingehen, der muss auf YouTube drauf, weil es ist einfach genial. Hier sehen wir von Jan, vom selben Angreifer wie gerade. Da sehen wir tatsächlich jetzt auch die besten Angreifer, ne? Also der Dia3Dorf, Starface, Refedix, Jan sind wirklich welche der Top-Angreifer aus unserem Clan. Die hier mit Queen Walk, dann mit Schweinereitern die Clanburg locken, also das sind quasi wirklich alle strategischen Feinheiten, die man machen kann. Wichtig ist dann immer nur der Trick, wie locke ich die Queen in die richtige Richtung, und das ist immer so eine teilweise Glückssache. Andererseits kann man es auch hier immer mit Schweinereitern beziehungsweise mit... So, ich mach mal ganz kurz auf Pause. Mit Magiern kann man das auch sehr gut sehen. Ich bin gerade nicht so schnell hinterhergekommen. Hier seht ihr, da ist schon ein Drache rausgekommen. Ihr seht schon, wie hart dieser Drache für die Queen ist. Er hat einen Giftzauber drauf und trotz des Giftzaubers killt der Drache hier die Queen fast. So, und dann kommt hier gerade rechtzeitig, zündet er die Queen und er muss einen Wutzauber setzen. Das heißt, er hat eigentlich schon einen großen Nachteil gehabt und diese Clanburg war viel, viel wertvoller als jetzt so ein Labor. Und beim Labor hätte er wahrscheinlich gar nichts zünden müssen. So, nachdem die Clanburg ausgeschaltet ist, was eben auch der Sinn von seinem Queenwalk gewesen ist in dem Fall, er wollte nicht nur einen Gang basteln, sondern auch die Clanburg ausschalten, startet er die normale Attacke, hat hier ebenfalls Gobaro, wird gleich den Jump-Zauber setzen, dann kommen die Valkyren jetzt gleich mit rein, hat den Gang gebastelt, hat hier noch Level 5er Valkyren, sehen wir da in der Clanburg mit drin, zusammen mit dem Riesen. Sehr, sehr stark, die 5er Valkyren. Wir machen nochmal einiges mehr an DPS und halten noch etwas mehr aus. Ja, und damit ist quasi die Queen jetzt zu dem Kill-Squad gestoßen. Und jetzt wartet er nur noch ab, hat noch einen Heilzauber. Und wird dann gleich am Ende die Surgical Hawks setzen, beziehungsweise die Hawks am Ende. Ja, und damit sieht man auch schon die Menge an Death, die abgelenkt ist. Das Ganze erhöhen wir mal auf 2. Wir haben doppelter Geschwindigkeit. Da setzt er den letzten Heilzauber ein, damit die Valkyren hochgehalten werden zum Tanken, und setzt alle Schweine oben, dass die dann noch hier diese restliche Verteidigung killen, bevor die Magier von der Verteidigung gekillt werden. Also im Grunde perfekt. Tja, und ihr seht ja schon, die Heiler switchen um. Also wenn man da die Heiler am Leben halten kann und die nicht durch eine Luftabwehr gekillt werden, dann ist es schon fast so gut wie gelaufen, weil ja, die Heiler sorgen auf jeden Fall für die 100%. Direkt zum nächsten Angriff von dem Herrn Mechthild. Das Ganze ist tatsächlich ein Herr, keine Frau. Und ja, der Mechthild, der hat noch Level 4er Schweine, weswegen dieser Angriff auch wirklich herausragend ist. Mit Level 4er Schweinen macht er hier einen Gorg-Angriff. Ziel seines Golem-Angriffs ist es zunächst, die Clanburg zu locken. In dem Fall ist da ein Packer drin, was eigentlich nicht so gut ist. Also vor allem dieser schwache Packer, noch nicht mal ein Level 5er Packer. Und dann kommen da die Schweinereiter. Seht ihr schon, er hat gerade Glück gehabt. Die beiden Doppelbomben wurden ausgelöst. Die beiden Riesenbomben. Und wenn da nicht die Heilzauber so gerade rechtzeitig noch gekommen wären, dann wäre auch das schief gegangen. Aber so ein bisschen Glück ist eben mit dabei. Und gerade das Heilzaubersetzen ist Training. Und dann am Ende, ja, hat man es im Gefühl, wo sie gut kommen müssen, wo könnten die Riesenbomben sein. Deswegen Glückwunsch auch zu diesem Angriff, also Glückwunsch generell allen Angreifern. Wir sind jetzt bei Angriff Nummer 7, 3 Stück folgen noch. Das war wirklich, das sind alles wirklich Top-Angriffe, die wir sehen. Die anderen zeige ich jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen. Ich zeige wirklich nur diese 10 Angriffe. Nummer 8, ihr seht schon, sind oft dieselben Angreifer, die zwei Basen geplättet haben. Ebenfalls wieder der Mechthild. Und ja, große Klasse hier, die Golems weit genug gesplittet, Gang gebastelt in dem Sinne für die Helden, dass die in der Mitte laufen und nicht außenrum von den Außengebäuden abgelenkt werden. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach, ja, die machen den Angriff aus. Jetzt müsste hier der Killsquad kommen, ja, die Hawks nicht Surgical gesetzt, aber gut verteilt auf die ganzen Deaths, sodass die hier den X-Bogen mit ausschalten. Dementsprechend sind auf dieser Base keine Riesenbomben zu befürchten, deswegen das Ganze ein leichtes ist. Also diese einzelnen Riesenbomben, die hält man ohne Probleme mit dem Heilzauber hoch. Und auch die Skelette können da jetzt wirklich nichts mehr ausrichten. Und auch das Ganze geht deswegen erfolgreich aus. Also, ihr seht schon, gut, die ganzen Basen hier sind relativ leicht zu besiegen. Wenig Anti-3-Sterne-Basen. Bis gar keine, glaube ich, hatten die.
Und jetzt kommen hier noch zwei Angriffe auf Rathaus 7er. So, es wird ja immer gefragt. Gute Rathaus 7er Angriffe. Bei Rathaus 7ern oder bei Rathaus 8ern zum Beispiel sind Drachen unglaublich stark. Wir sehen hier schon, der Angreifer ist ebenfalls ein Rathaus 7er, das ist Serrano. Ist unser letzter Platz hier, unsere Nummer 10. Und greift mit ein paar Ballons an. Und ich meine, in der Klamok hat er auch Ballons. Sehen wir gleich. Ne, ein Drachen, Level 5er Drachen. Und es geht hier in dem Fall nur darum, er hat die hintere LA geblitzt und möchte dann die vorderen ausschalten. Also das könnt ihr euch direkt als Taktik nehmen. Wichtig ist, dass ihr immer einen Gang für die Drachen bastelt. In dem Fall war das, hat er rechts den König gesetzt und links hier schon ein bisschen mit einem Drachen gecleant. Und dementsprechend laufen hier genug Drachen in die Mitte. Da braucht er gar keinen extra Zauber mehr. Und das Ganze wird dann zerstört. Speeden wir das Ganze mal auf 4 ab. Und jetzt setzt er hier noch die Loons. Sind quasi dann am Ende, wenn die Drachen die Verteidigung ablenken, die Bogenschützentürme, setzt er die Ballons, die dann noch die restlichen cleanen und damit auf 100% sicher gehen kann, dass es 3 Sterne werden. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Angriff im Bunde. Ebenfalls von Serrano, ebenfalls auf ein Rathaus 7er. Selbe Taktik. 3 Blitzzauber. Er setzt hier am Anfang noch Bogenschützen für die Außengebäude. Er hat einige mitgenommen, aber ansonsten mehr Hocks. Schaltet hier die hintere LA aus. Das Dorf war super einfach zu besiegen. Baut mit den Ballons jetzt tatsächlich einen Gang, was auch eine sehr interessante Sache ist, und setzt die Drachen, seht ihr schon, in der Mitte, sodass die dann direkt die Luftverteidigung sehr schnell ausschalten. Das Ganze können wir auch mal 4 uns anschauen. Das Ganze ist einfach ein Überfliegen danach. Klasse gemacht. Sind alles Top-Angriffe, kann man nicht anders sagen. Und sobald dann bald auch wieder mal Rathaus 8er bei uns drin sind, werde ich euch auch speziell Taktiken zu Rathaus 8ern zeigen. Aber ich sag schon mal, Stichwort Drachen könnt ihr euch merken. Also die Drachen sind auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg bei Rathaus 8. Ansonsten, wenn man Level 4er Schweine hat, geht's auch. Das sind so die beiden Grundlegend-Taktiken. Ja, also, dann nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Clan War Angreifer hier, die dazu beigetragen haben, dass wir die 100% bekommen haben. Dia-3-Dorf, Starface. 30 zu 7 ist natürlich eine klasse Leistung. Wir haben direkt am Anfang stark hingelegt und sind an die 15 Sterne nach ein paar Angriffen angegangen, hatten schon die Hälfte eingesagt. Die Gegner haben lange gewartet mit den Angriffen und am Ende sich dann entschieden, nicht mehr anzugreifen. Ihr seht schon, die ganzen Oberen haben nicht angegriffen. Das Ganze lag aber nicht daran, dass sie einfach sehr, sehr schlecht waren. Es war zwar ein Level-3er-Clan, aber das Problem war vor allem, dass wir sie eben schon vernichtend geschlagen hatten und die Moral dann dementsprechend im Keller war. Auch so ein kleiner Trick, wenn man direkt am Anfang die Moral des Gegners schwächt, sind auch die Erfolgschancen für einen Sieg höher. Ja, jetzt geht das Ganze hier auch schon fast 18 Minuten. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und als nächstes schaue ich mal, dass dann irgendwo die Dorfbesuche mit reinkommen. Und ich nochmal ein bisschen was hier zu dem Update erzähle. Also mit den, die Drachen, die habe ich noch nicht. Ihr seht ihr schon, meine 2 Kasernen sind im Update. Aber die Drechchen kommen dann bald. Und was ich dann so davon halte. Ich gebe mal schon so ein paar kleine Stichwörter. Ich finde, der Skelettzauber, der neue dunkle Zauber, ist ziemlich sinnlos. Ich finde, dass Hexen momentan generell sinnlos sind, weil die Skelette da die Bomben nicht auslösen. Die Drachen und der Tunnelgräber, das sehen wir dann mal, ob sich da noch eine gute Taktik entwickelt. Aber ansonsten sind immer noch die Valkyren momentan eindeutig an der Spitze und die beste Taktik, um irgendwo 3 Sterne auf Rathaus 9 oder Rathaus 10 zu holen. Ja, in dem Sinne danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter draußen, wenn möglich, wenn es da ist. Und sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Ciao!